Ich hätte da mal ein paar Fragen. Dazu dürfen Sie gern etwas sagen. Guten Tag, hier ist der Bormann. Ich bin vom Beruf Lehrer, ich lebe in Berlin und ich habe heute Morgen gelesen, der John Bon Jovi, der hat einen Impfdurchbruch. Ja, ein Durchbruch, das muss ja was Gutes sein, oder? Nein, ist es nicht. Er hat Corona bekommen, obwohl er doppelt geimpft ist. Ne? Mann, oh Mann, John Bon Jovi. Du hast ihn mit dem falschen Impfstoff impfen lassen. Der hat nicht funktioniert. Oder sehe ich das falsch? Du hast ihn nicht oft genug impfen lassen. Du musst dich öfter impfen lassen. Ja, alle 3 Monate. Am besten jeden Tag. Ne? Also, da müssen wir nochmal nachjustieren. Aber mal ganz ehrlich, ja, also auch in einem alten Heim in Berlin sind jetzt, ich glaube, 15 Leute gestorben. Schauen Sie selbst nach, ich behaupte das hier nicht. Ne? Und im gleichen Artikel, in dem ich das lese, steht drin, dass 85% der Altenheimbewohner bereits doppelt geimpft sind. Ha? Fehlt mir da irgendwie eine Information oder so? Ha? Es ist doch sehr wahrscheinlich, dass dort Geimpfte gestorben sind. Oder kann man das nicht mal dazu schreiben, wie sich das da verhält? Das mal ein bisschen genauer beleuchten und untersuchen. Ist doch mein gutes Recht als Zeitungsleser. Ich will doch nicht so einen Stuss lesen von Impfdurchbrüchen. Ja? Und Leuten, die dann trotz Impfung womöglich auch noch gestorben sind. Also, mal ganz ehrlich. Es gibt auch andere Impfstoffe als diese, die aktuell da verimpft werden. Mit irgendwelchen Sondergenehmigungen, ja? Irgendwelches experimentelle Zeugs, was da in uns hinein injiziert wird. Die französische Firma Valneva arbeitet an einem Totimpfstoff. Das heißt, wie herkömmlich werden dort einfach mal tote Viren erzeugt und wie in einem klassischen Grippeimpfstoff quasi verimpft. Und diese Impfstoffe, glaube ich, die haben wir nicht alle 6 Monate impfen müssen, ja? Da hat es keine Impfdurchbrüche gegeben. Da hat es bei sogenannten vulnerablen Gruppen, also Leuten, die glauben, dass sie eine Grippe kriegen können, dann immer wieder Leute gegeben, die sich jedes Jahr haben impfen lassen gegen die Grippe. Und da waren dann so, wie mir bekannt ist, jeweils dann immer die neuesten Varianten gleich mit drin, sodass man vielleicht von den alten nochmal eine kleine Auffrischung bekommen hat und die neuen Varianten gleich mit dazu. Und das war dann okay. So, aber diese alte Grippeschutzimpfung, das war auch keine Pflichtimpfung, ja. Und dass da dann irgendjemand trotzdem eine Grippe bekommen hat, ja. Hat's auch oft gegeben, ne? Also wollen wir nicht verschweigen. So. Also, wie gut sind jetzt tatsächlich diese im Einsatz befindlichen Impfstoffe? Und wie gut werden die sein, die dann noch kommen? Von der französischen Firma Valneva, von der amerikanischen Firma Novavax, vielleicht vom Herrn Stöcker aus Lübeck. Da ist einiges in Arbeit und wenn man das andere Zeugs mit Sondergenehmigungen zulässt, dann können wir diese klassisch produzierten Impfstoffe doch auch sofort einfach mal mit einer Sondergenehmigung zulassen. Vor allem, wenn sich diese neuen experimentellen Impfstoffe als nicht funktional erweisen. Sie machen nicht das, was uns versprochen wurde. Nämlich uns wirklich für ein Leben immunisieren. Das wurde uns nicht versprochen. Das ist aber das, was wir erwarten. Ja? Wie viel Mal haben Sie eine Tetanus-Impfung gekriegt? Ja? Vielleicht im Abstand von 20 Jahren nochmal eine zweite oder so. Okay, aber jedes halbe Jahr eine Impfung für irgendwas ist doch völliger Unsinn. Gut, das ist meine persönliche Meinung. Kann man haben. Ich habe jetzt nichts zu der Wirkungsweise dieser Impfung gesagt. Ich habe jetzt nichts dazu gesagt, dass die Bundesregierung ein vielleicht berechtigtes Interesse daran hat,
diese Impfkampagne mit Nachdruck fortzusetzen. Ich habe auch nichts zur Qualität dieser Impfstoffe gesagt. Ne? Ich habe nur gefragt, ob die denn ausreichend ist, ob die etwas taugt. Meine persönliche Meinung dazu ist, taugt nicht. Aber die ist ja nicht maßgeblich, sondern die Meinung von diesen Typen, die SARS-CoV-2 nicht von COVID-19 unterscheiden können. Ne? Warum ich das so sage? Na gut, also ich kann das schon. Ich war ja auch im Krankenhaus, habe gesehen, dass im Krankenhaus die Beschriftungen wirklich akkurat und richtig sind. Und da, wo SARS-CoV-2 hingehört, steht auch SARS-CoV-2. Und da, wo COVID-19 hingehört, da steht auch COVID-19. Aber wenn zum Beispiel hier in Berlin eingeladen wird zu einer SARS-CoV-2-Impfung, dann weiß ich doch ganz genau, da sind kognitive Minderleister, Dilettanten am Werk, die keine Ahnung haben von irgendwas und schon gar nicht davon, was diese Impfstoffe leisten. Nicht wahr? Okay. Schönen Tag noch.